Hallo und herzlich willkommen zur Live-Tour in unserer Ausstellung Bröhan Total. Seit heute ist sie geöffnet und ich freue mich auf unseren kleinen Rundgang in einer großen Ausstellung. Bröhan Total ist eine Jubiläumsausstellung. Unser Gründer Karl H. Bröhan wäre heute 100 Jahre, dieses Jahr 100 Jahre alt geworden. Und das haben wir zum Anlass genommen, mal eine richtig große Bestandsausstellung zu machen. Wir zeigen so viel von der Sammlung wie noch nie, 1600 Objekte, also wirklich eine riesige Menge, auf allen drei Etagen des Museums und werden Karl Bröhan und die Sammlung dadurch gebührend feiern. Die Sammlung wird auf verschiedene Weise hier präsentiert. Wir haben Themenräume, es gibt große Schaudepotbereiche, in der wir die Vielfalt und die Fülle dieser Sammlung auch mal so ganz verdichtet präsentieren können. Und es gibt, auch das eine Premiere, eingerichtete Räume in der Art von Period Rooms, in der wir versuchen, diese Epoche um 1900 oder auch die 20er Jahre noch mal lebendig werden zu lassen. So, wir starten auch schon, und zwar im nächsten Raum. Genau, das ist auch schon unser erster Themenraum. Hier haben wir eine Gegenüberstellung geschaffen von Objekten, die die Natur zum Thema haben oder die die Natur als formgebendes Element benutzen. Gerade der Jugendstil ist ja eine sehr naturbegeisterte Epoche gewesen und das Natürliche, das Vegetabile, Blüten, Ranken spielen eine sehr große Rolle. Das schlägt sich im Design nieder und eben auch in Mustern, auch in der bildenden Kunst dieser Zeit. Das ist auf diesem Podest hier zu sehen mit unserem wunderbaren Seerosenbuffet von Hector Guimard oder diesem Möbel hier von Emile Gallet oder auch diesem schönen Art Deco-Sitzmöbel von Maurice Dufresne, also auch eine Zusammenstellung von Art Nouveau und Art Deco an dieser Stelle. Und auf der gegenüberliegenden Seite sind es nun Objekte, die geometrische Formen thematisieren. Und auch das war von Anfang an, seit 1900, ein ganz wichtiges formgebendes Element, das Quadrat, das Dreieck, die geometrische Form, Kreise, Kreissegmente. Und hier zeigen wir Möbel vor allem der Wiener Sezession von Josef Hoffmann, einen Stuhl und auch die berühmte Sitzmaschine hier oben auf dem Podest, die wir jetzt zusammen zeigen mit einer wunderbaren Neuerwerbung, einen Stuhl von Lajos Kosma, der dieses Quadratmotiv auch in der Rückenlehne wieder aufgreift. Dann geht es weiter mit Art Deco-Möbeln, ein wunderbarer Fächertisch von Pierre Charot, auch natürlich super geometrisch. Und ein tolles Buffet von Paul Thiersch, also deutscher Art Deco. Plakatkunst aus den 30er Jahren, also alles rund um das Thema geometrische Formen. Und wir gehen weiter in unser großes, zentrales Schaudepot, das Schaudepot Design. Hier ist die Designsammlung mal in ihrer ganzen Fülle aufgefächert und ausgebreitet worden. Wir haben uns vorgenommen, ganz viele verschiedene Sammlungsbereiche hier auch zu thematisieren. Natürlich Möbel, die finden hier in diesen Schwerlastregalen wunderbar Platz, Stühle und auch kleinere Tische oder Objekte wie diese wunderbare Wiege von Josef Hoffmann. Wir haben aber auch Sammlungsbereiche thematisiert, die jetzt selten zu sehen war, wie zum Beispiel Besteck, und haben hier eine ganze Besteckwand eingerichtet, die dazu einlädt, auch mal die Vielfalt der Besteckentwürfe sich anzuschauen in Jugendstil, Art Deco und Funktionalismus. Genau, das Schaudepot ist natürlich sehr, sehr verdichtend präsentiert. Ein Schaudepot ist ja auch immer der Versuch, wirklich so einen Blick ins, hinter die Kulissen zu gewähren, wirklich in die Lager, in die Depoträume des Museums. Daher ist hier auch wesentlich enger gestellt, als wir das normalerweise tun, vor allem bei diesen kleineren Objekten in der mittleren Etage. Geordnet ist das Ganze nach Themen. Dieses Regal hier thematisiert die englische Arts and Crafts Bewegung mit Möbeln von William Morris und Edward William Godwin.
Silber von Archibald Knox und von Christopher Dresser, also ganz unterschiedliche Objekte. Hier geht es dann weiter mit deutschen Entwürfen der sachlichen Gestaltung, also auch schon Jugendstilentwürfe, aber schon hin zu einer sachlichen, funktionalistischen Gestaltung. Hier ist nochmal der Jugendstil aufgefächert auf dieser Seite mit dieser wunderbaren Spiegelvitrine von Hans Christiansen, darüber der berühmte Tafelaufsatz Sèvres, der auf der Weltausstellung 1900 in Paris zu sehen war. Eine bunte Zusammenstellung von Art Nouveau-Objekten aus verschiedenen Ländern und von verschiedenen Herstellern. Genau, und hier geht es jetzt in die 20er Jahre. Auf der einen Seite französischer Art Déco mit Stücken von Pierre Charot und von Jacques-Émile Ruhlmann hier unten und einem kleinen visuellen Bruch mit diesem Workshop-Chair von Jersey Seymour, der aus dem 21. Jahrhundert stammt, aber in dieser konstruktiven Gestaltung natürlich wunderbar zu den Charot-Möbeln passt. Also auch solche kleinen Brüche haben wir uns hin und wieder erlaubt. Wir gehen weiter hier entlang. Und kommen zu unserem ersten Period Room. Ja, dieses Zimmer hier ist dem französischen Art Nouveau gewidmet. Es ist ein Speisezimmermobiliar von Eugène Gaillard. Ein ganz toller und epochemachender Entwurf, war auch 1900 auf der Weltausstellung in Paris zu sehen, im Pavillon des Kunsthändlers Siegfried Bing, dem Gründer der Galerie L'Art Nouveau, die dieser Epoche auch ihren Namen gegeben hat. Da war dieser Entwurf auch schon als Speisezimmer zu sehen, war ein erfolgreicher Entwurf, der auch in der Presse Furore gemacht hat, wenn man es so will. Also es ist wirklich ein Highlight unserer Sammlung und toll, dass wir ihn auch in dieser Geschlossenheit hier präsentieren können. Karl H. Bröhan hat immer Wert darauf gelegt, auch die Stücke in räumlichen Ensembles zu zeigen. Also auch gerne so eine Idee davon zu erwecken, wie das Ganze eben installiert ausgesehen hat. Wir versuchen das hier auch, indem wir eine zeitgenössische Tapete dazu gebracht haben und das Ganze auch noch mit Porzellanobjekten kombinieren. Und wir gehen weiter. Ich mache noch einen kleinen Schwenk zurück durchs Schaudepot. Und kommen hier zum nächsten Thema, zum nächsten Themenraum. Ja, und zwar geht es hier, wie man vielleicht schon ganz gut erkennen kann, um das Thema Ornament und Muster. Muster, Ornamente waren ja ein ganz wichtiges Thema im Jugendstil und eben auch im Art Deco. Aus beiden Epochen sind hier auch Objekte zu sehen. In der großen zentralen Vitrine sind es eher Jugendstilentwürfe. An den Wänden haben wir Tortenplatten der 20er Jahre in Spritzdekormustern. Und das Ganze auf einer Tapete, die wir extra haben anfertigen lassen. Und zwar ist es ein Textilentwurf einer Designerin der 20er Jahre. Martha Lutz heißt sie, eine Stuttgarterin, die dieses Muster als Stoffmuster geschaffen hat und wir haben es hier vervielfältigt und als Tapete an die Wand gebracht. Die Entwürfe von Martha Lutz, dieses hier und auch viele andere, sind an den Wänden zu sehen. Hier haben wir einige davon und hier kann man sich so einen kleinen Eindruck davon verschaffen, wie Ornament in den 20er Jahren gedacht wurde. Dann geht es weiter hier entlang zu einer neuen Besonderheit des Bröhan-Museums. Unsere Tierfigurensammlung war ganz lange nicht mehr zu sehen. Sie ist aber sehr groß, sehr umfangreich. Es gibt über 250 Tierfiguren im Bröhan-Museum und davon allein über 100 Vogelfiguren.
aus Porzellan. Also genug Material, um mal so einen ganzen Baum zu bestücken mit Singvögeln und ja, verschiedenen Arten. Und die größeren Vögel, also die Fasane und die Pfauen, die haben wir dann unter dem Baum platziert und ja, versuchen eben durch so eine auch etwas ungewöhnliche Inszenierung mal so einen anderen Blick auf diese Sammlung zu eröffnen. Tiere waren ein ganz großes Thema um 1900 und bis in die 20er Jahre hinein waren diese Tierplastiken unheimlich beliebt. Eigentlich alle Porzellanmanufakturen hatten solche Tierplastiken im Programm. Und sie stammen teils auch von sehr renommierten Bildhauern, also ein großes Thema einfach in der Kunst und natürlich ein wichtiger Sammelartikel, der offensichtlich auch Karl H. Brühan sehr fasziniert hat. So, jetzt werden wir die Etage wechseln. Wir haben jetzt ein bisschen Weg vor uns, daher nutze ich die Zeit, um noch so ein bisschen zu erzählen über den Sammler und die Geschichte des Museums. Karl H. Brühan hat das Museum 1983 gegründet. Es gibt aber natürlich eine Vorgeschichte. Er kommt 1965 nach Berlin mit seiner Familie. Er ist ursprünglich Hamburger. Und ja, zu dieser Zeit nach Berlin zu gehen, war eigentlich eine ungewöhnliche Entscheidung. Die Stadt war ja geteilt, war in einer schwierigen Situation im Grunde und erschien nicht unbedingt als geeignetes Umfeld, um eine Kunstsammlung aufzubauen. Aber er hat das gemacht und der Erfolg hat ihm recht gegeben. Er fand hier genau die unkonventionelle, kreative Atmosphäre, die er gesucht hat, die er in Hamburg auch vermisst hat, wie er später schreibt. Und er hat hier in sehr kurzer Zeit eine sehr bedeutende Sammlung aufgebaut. Er hat antizyklisch gesammelt, also er hat sich auf Jugendstil, auf Art Deco konzentriert. Es waren beides Epochen, die nicht so sehr geschätzt wurden zu dieser Zeit, die auch auf dem Kunstmarkt nicht so hoch gehandelt wurden. Und so konnte er ganz gut sehr schnell eine große Sammlung zusammenbekommen. Er hat auch sehr viel geforscht zu Jugendstil und Art Deco und hat wirklich dazu beigetragen, diese Kunstrichtungen auch wieder bekannter zu machen und sich auch wieder im Museum stärker präsent zu machen. Also das ist wirklich ganz, ganz stark sein Verdienst gewesen. Er ist wirklich ein Wiederentdecker auch gewesen von Jugendstil und Art Deco. Ja, der Art Deco ist hier zu sehen in unserem zweiten Period Room. Hier sehen wir Möbel von Jacques-Émile Ruhlmann, einer der wichtigsten Gestalter des französischen Art Deco. Es sind überwiegend Möbel, die 1925 auf einer epochalen Ausstellung in Paris gezeigt wurden, der Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes. Von dieser Ausstellung, vom Titel dieser Ausstellung leitet sich der Name Art Deco ab. Und sie war wirklich das Ereignis dieser Epoche. Ruhlmann hatte einen ganzen Pavillon bespielt. Die Möbel, die wir hier sehen, waren darin auch zu sehen und er zeigte darin auch Lampen von Edgar Brandt, wie diese tolle Deckenleuchte, einem Pariser Kunstschmied, der auf dieser Ausstellung auch seinen Durchbruch gefeiert hat. Also dieses Ensemble können wir hier aus unserer Sammlung wunderbar rekonstruieren und zu so einem räumlichen Ensemble hier wieder vereinigen. Wir gehen weiter und hinein in die Gemäldegalerie oder in das Schaudepot Kunst. Hier sind wir jetzt genau über dem Schaudepot Design und hier zeigen wir nun die bildende Kunst. Die Sammlung Brühan hat ja immer auch Kunstwerke umfasst, wenn auch in geringerem Umfang als die Werke der angewandten Kunst. Karl Brühan hatte bei der Kunst ein sehr klares Sammlungskonzept. Er sammelt Maler der Berliner Sezession
einer Künstlergruppe 1899 in Berlin gegründet und da zunächst vor allem vier Maler, Karl Hagemeister, den wir hier sehen, und Walter Leistico auf der gegenüberliegenden Wand. Beides führende Landschaftsmaler ihrer Zeit, wenn auch auf sehr unterschiedliche Weise. Und er sammelt dazu noch Hans Baluschek und Willi Jeckel, den wir hier sehen. Denn hier im letzten Raum der Bildergalerie kommen wir jetzt schon in den Expressionismus hinein. Hier sehen wir die Werke von Willi Jeckel, das ist ein Berliner Sezessionist der jüngeren Generation, der expressionistisch gemalt hat, auch expressionistische Themen bearbeitet hat, die Stadt-, Kaffeehaus-Szenen, expressionistische Interpretationen von Natur. Karl H. Bröhan hat diese großen vier, wie er selbst sagt, dann später ergänzt um weitere Positionen wie Franz Heckendorf, Bruno Krauskopf, Maria Slavona und andere Protagonisten aus diesem Kreis der Berliner Sezessionisten. Und so ist hier eine kleine, aber sehr exquisite Sammlung von Kunst der Berliner Sezession entstanden. Und wir sind schon im nächsten Raum. Dieser Raum ist wieder ein Themenraum. Hier geht es wieder um Design, um angewandte Kunst, und zwar um die Kunst der schönen Linie. Auch ein sehr interessantes Thema. Der Jugendstil gilt ja gemeinhin als Stil der schönen Linie. Und diese geschwungene, irgendwie organisch bewegte Linie ist wirklich das Markenzeichen dieser Kunst und dieser Gestaltung. Hier haben wir Objekte vereint, die diese schöne Linie aufweisen, und wir kümmern uns auch so ein bisschen um die Theorie der schönen Linie, denn die war ausgesprochen vielgestaltig. Es gab ganz hymnische Äußerungen über die Linie von Künstlern, von Gestaltern, von Kunsttheoretikern bis hin zur philosophischen Ästhetik. Ein ganz wichtiger Linientheoretiker war Henri van de Velde, dessen Objekte wir hier auch sehen, sein Mobiliar und diese wunderbaren silbernen Kandelaber. Van de Velde sagt, die Linie ist eine Kraft und von der Linie geht alles aus. Ähnlich formuliert es auch Walter Crane. Er sagt, die Linie ist das Wichtigste, mit der Linie fängt alles an. Es gibt also diese ganz große Linientheorie, aber es gibt gleichzeitig auch ganz schnell auch eine Polemik über die Linie. Es gibt Witze über diese Linie des Jugendstils. Und auch das versuchen wir hier zu dokumentieren mit kritischen Zitaten und auch mit einer kleinen Sammlung von Begriffen, die gefunden wurden, um diese Linie polemisch zu charakterisieren. Also sie nannte sich beispielsweise die Seekrankheitslinie oder die Seelennudel, der Bandwurm, etc. etc. Also es wurden auch sehr viele Witzworte für diesen Linienstil gefunden. Und auch das haben wir hier so ein bisschen ausgebreitet, zusammen mit den Objekten, die möglicherweise gemeint wurden. Also auch gerade Van de Velde wird sehr viel karikiert in dieser Zeit. Und es war doch ein lebhaft und auch kontrovers diskutiertes Thema. Ja, und hier haben wir auch mal einen Schrank so ein bisschen explodieren lassen, um die Linien noch deutlicher zu machen. Wenn man das Möbel mal auseinander nimmt, dann kann man noch besser sehen, wie diese Linien eigentlich geführt werden und wie unglaublich grafisch und linienbetont so ein Stück eigentlich ist. Das ist ein Buffet aus Barcelona. Der Künstler heißt Juan Busquets. Und der Schrank ist um 1900 entstanden. Ja, hier haben wir nochmal einen kleinen, aber auch sehr interessanten Raum. Hier geht es um die Frau im Jugendstil.
bis in die 20er Jahre. Frauenfiguren sind auch so eine Spezialität der Sammlung Bröhan. Wir haben über 100 Porzellanfrauen in der Sammlung, haben wir festgestellt, bei den Vorbereitungen zu dieser Ausstellung. Und in dieser Vitrine ist mal so eine kleine Auswahl zusammengebracht. Und man kann natürlich wunderbar sehen, welche Frauentypen hier auch gemeint sind von den übrigens ausschließlich männlichen Künstlern. Also alle Figuren sind von Männern entworfen worden. Es gibt eigentlich in der Zeit um 1900 so zwei Hauptfrauentypen. Einmal die femme fatale, also die gefährliche, die verführerische Frau. Und auf der anderen Seite die femme fragile, also die zarte, zerbrechliche Frau. Und es lassen sich eigentlich fast alle Entwürfe einen dieser beiden Typen zuordnen. Es ist ganz interessant, wie hier natürlich auch Frau einerseits sehr, sehr stark idealisiert und ästhetisiert wird, aber auch unglaublich klischeebeladen gezeigt. Also auch das nochmal ein spannendes Thema, eigentlich schon ganz am Ende der Ausstellung, denn hier sind wir schon im letzten Raum. Und das ist unser Museum der Wünsche. Hier leuchtet es strahlend hell. Und ja, hier sind gegen Ende nochmal unsere Besucher gefragt und eingeladen, ihre Ansichten und ihre Ideen mit uns zu teilen. Es gibt aber auch noch ein paar Fun Facts, damit geht es los. Also eine Wand mit interessanten, bemerkenswerten, kuriosen Fakten über das Bröhan-Museum. Das größte, das kleinste Objekt, Objekte mit berühmten Vorbesitzern, so ein paar statistische Zahlen zur Sammlung, die erstaunen können. Dann geht es aber weiter mit einer Wunschwand. Hier kann auf Karten können Wünsche ans Museum formuliert werden, sodass die Wand wachsen wird. Und wir sehen, es ist heute ja auch schon, sind ja schon einige Wünsche offenbar aufgeschrieben worden. Dann laden wir unsere Besucher ein, sich auch zu äußern, welche Themen sie interessieren würden in zukünftigen Ausstellungen. Hier an dieser Wand, also Design, Architektur, zeitgenössische Kunst, Malerei und so weiter. Und sind natürlich gespannt, in welche Richtung das gehen wird. Und hier kann man sich selbst prüfen und schauen, welcher Designtyp man ist. Jugendstil, Art Deco, Funktionalismus und kann hier für diese drei exemplarischen Objekte Punkte vergeben. Dann gibt es noch eine Lesestation mit Katalogen des Bröhan-Museums. Einer muss jetzt an dieser Stelle beworben werden, und zwar unser neuer Sammlungsführer. Bröhan 100, 100 Jahre, 100 Objekte haben wir uns gedacht und haben keinen Ausstellungskatalog gemacht, sondern einen neuen Sammlungsführer, der jetzt hier druckfrisch Teil der Ausstellung geworden ist und in dem wir einen Einblick in die Sammlung gewähren in 100 Objekten. Es gibt natürlich viel Programm zur Ausstellung. Wir haben einen digitalen Guide entwickelt. Also man kann die Ausstellung auch mit dem digitalen Guide wunderbar erkundigen und noch viel mehr Informationen über die ausgestellten Objekte sich anzeigen lassen. Die Ausstellung geht auch noch weiter, und zwar im dritten Stock. Da zeigen wir ausschließlich Porzellan. Karl H. Bröhan hat als Porzellansammler ja angefangen und hat sich mit Porzellan immer ganz besonders gut ausgekannt und diesem Sammlungsbereich immer besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Daher haben wir dem das gesamte dritte Obergeschoss gewidmet. Und dort gibt es auch nochmal ein besonderes Highlight, und zwar wird dort am 6. November eine Performance stattfinden der Künstlerin Nesa Kit-Ikichi, die sich mit der Porzellansammlung beschäftigt hat, die wir eingeladen haben, zu diesem Anlass eine Intervention in der Sammlung zu vollziehen. Sie hat sich für das Porzellan entschieden, und wir sind sehr gespannt, womit sie uns am 6.11. überraschen wird. Also auch dazu herzlich eingeladen. Ja, wir freuen uns, wenn ihr vorbeikommt. Die Ausstellung ist jetzt bis zum 16. Januar zu sehen. Geöffnet ist immer dienstags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr, und genau, kommt vorbei und besucht uns. Tschüss!